Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist wieder Mittwoch, das heißt, es gibt eine neue Folge Trash Splatter Amateur Mittwoch. Und heute dreht sich alles um dicke Titten und damit meine ich nicht den unfassbar schlechten Rammstein-Song, sondern den japanischen Film Big Tits Zombies in 3D. Für die 3D-Effekte liegt eine Titten-3D-Brille bei, sodass man die Effekte schön genießen kann. Eigentlich sind sie ziemlicher Murks, aber ist trotzdem ein nettes Gimmick. Wenn man es sieht, könnt ihr hier mal kurz durchlesen, was es so geht. Ja, wenn es nicht gerade blendet. Einige Bilder. Ja. Trotz dessen, was der Titel vermuten lässt, ist Big Tits Zombie überraschend zahmer als erwartet. Obwohl immer noch extrem im Vergleich zu den meisten Mainstream-Horrorfilmen. Es gibt zwar reichlich Blut, albernen Humor und hier und da etwas Nacktheit. Ehrlich gesagt, basierend auf dem Titel, wie gesagt, habe ich mehr erwartet, dass es viel mehr Nacktheit gibt, als es tatsächlich ist. Auch wenn der Film einige blutige Szenen bietet, gibt es weniger Splatter als bei anderen Genrevertretern, wie zum Beispiel Tokyo Gore Police oder Machine Girl und so weiter. Die Gore-Szenen bestehen größtenteils aus CGI und sind eigentlich ziemlicher Mist, aber genau das macht hier auch so viel Spaß. Es ist so herrlich dämlich, dass es wirklich einfach nur geil ist. Ich sag nur Flammenwerfer-Vagina. Diese Szene ist auch übrigens die geilste Szene im ganzen Film. Bei den Darstellern finden wir einige bekannte Gesichter des Genres wie Risa Kazumi, Sola Aoi oder auch Mame Yamada. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Von den ersten zwei genannten, das sind eigentlich Pornodarstellerinnen und wer sie öfter als hier nackt sehen will, soll einfach mal Google fragen. Da findet man einiges von ihnen. Viel Spaß. Auf jeden Fall, für diese Art Film ist das Schauspiel wirklich gut. Es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Und ich würde sagen, Fans von japanischen Trash-Splatter-Filmen mit einfach dämlicher Handlung, übertriebenen Szenen werden mit diesem Film definitiv Spaß haben. Von mir bekommt der Film 8 von 10 Brüste. Punkte natürlich. Schaut ihn euch an, habt Spaß mit dem Film, Kopf ausschalten, genießen und ja, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Es war ein kurzes Video, ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kennt ihr diesen Film schon? Dann schreibt es mir in die Kommentare und falls noch nicht passiert, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.